Wir haben überlegt, was können wir dieses Jahr machen. Wir haben immer noch Corona und eigentlich hätte an diesem Sonntag das Frühlingsfest stattgefunden, ein großes Stadtfest. Und im Moment lassen sich ja keine Feste durchführen. Insofern haben wir überlegt, was können wir tun? Und wir möchten aber trotzdem den Bürgerinnen und Bürgern etwas Schönes bringen, Freude bringen, dass sie rausgehen können und sich am kommenden Frühling erfreuen können. Was wir die Einwohner schenken wollen, ist eigentlich ein bisschen Freude. Und deshalb haben wir 20 Stationen, 20 Szenen aufgebaut, inklusive zum Beispiel Waldszenen mit Bärenfamilie, mit Igel, mit Hasen, mit Wildschwein, mit dem Hirsch. Wir haben auch ein paar Blumenszenen aufgebaut, hier an der Kirscherstraße und auch an der alten Schulstraße und in der Altstadt. Frühlingserwachen steht für mich symbolisch eben für dieses Erwachen des Lebens. Es geht auch sichtbar einfach wieder los, die Pflanzen wachsen, die Blüten entstehen und auch wenn es dann so sonnige Momente gibt wie jetzt, suchen die Pflanzen und auch die Tierwelt sucht regelrecht das Licht. Und ich glaube, uns Menschen geht es ganz ähnlich.